Ja, hallo und herzlich willkommen hier zurück im Nerdzeitalter bei unserem kleinen Space Engineers Let's Play und wir werden angegriffen. Ihr seht es da hinten, da kommt ein Assert ADLT und schickt uns eine Scrambling Deterrent Drone, okay. Ja, schauen wir mal, was passiert. Tatsächlich haben wir ja auch mal ein bisschen Schaden auf Solarpanel erhalten. Das müssen wir natürlich gleich noch reparieren, aber in der Sekunde würde ich jetzt erstmal abwarten, was hier abgeht. Da kommt nämlich noch eine weitere Drohne angescheißert. Das ist nicht ganz so cool. Aber zumindest, solange wir jetzt hier erstmal in der Nähe von unserem kleinen Geschützturm bleiben, sollten wir da erstmal ein bisschen in Ordnung sein. So wie das aussieht, der fliegt weiter. Das ist erstmal gut. Aber da hat er eine hier kommt noch eine Drohne an, die sich jetzt gerade vehement nähert. Ich denke mal, gleich müsste auch unser Kanonenturm in Schussreichweite sein. 800 Meter fängt er an zu zielen. Da geht schon los. Da geht schon los. Blam und ja, das sah doch recht patent aus. Da wird noch irgendwas zerlegt. Mal gucken, was das ist. Ja, die restlichen funktionalen Blöcke, okay. Haben hier noch irgendwas Spannendes rumfliegen? Nee, das hat sich relativ schnell geschrottet. Ja, das ist doch ganz fein. Oh, Sekunde mal gerade. Ich sehe gerade, dass die Kamera irgendwie nicht funktioniert. Heißt, ich werde mal ganz kurz die Aufnahme pausieren und mache dann gleich weiter. Oh, da kommt die nächste Drohne. Da muss ich mich jetzt mit pausieren, aber auch, glaube ich, ein bisschen beeilen. Super, kleine Sekunde. So, da sind wir zurück. Jetzt auch wieder mit Bild und Ton. Hier kommt schon wieder die nächste Drohne angescheißert. Das geht ja heute wie am laufenden Band. Gucken wir mal. Aber auch die hier offensichtlich nicht allzu viel zu sagen. Energy low. Und ja, da machen unsere Geschütztürme sehr schnell, sehr kurzen Prozess draus. Au! Ja, und bumm, damit ist auch die Geschichte. So, ist jetzt die Frage, kommt da noch was oder... Ja komm, okay, pfeift drauf, die zwei Thruster Components. So dringend sind wir da nicht mehr darauf angewiesen, dass wir jetzt hier irgendwie alle Thruster Components, die irgendwie angescheißert kommen, irgendwie noch retten müssen. Was wir aber tatsächlich retten müssen, ist unser Solarpanel. Das ist ein bisschen kaputt. So, hier neben habe ich auch gesehen, hat noch was geblitzt. Dann schnappen wir uns mal schnell die Teile, sonst noch was. Der Rest sieht okay aus. Ja, okay, das sind dann nur zwei Stück. Das heißt, da sind die Verluste doch angenehmerweise ein bisschen begrenzt. So, Teile auf Tasche. Ja, Energie müssen wir eigentlich auch gleich wieder aufladen. Aber es wird jetzt mal reichen, um hier noch schnell mal durchzureparieren. Eins und... Bei. Hier fehlt auch noch ein bisschen Kleinscheiß, Glas und sowas. Müssten wir vielleicht auch noch mal mit durchgehen. Aber gut, zumindest unserem Solartower geht es soweit gut. Unser Verteidigungstürmchen hat genau das getan, wofür wir es gebaut haben. Auch das freut mich natürlich sehr. Ja, und dann wollten wir Dinge tun. Und zwar, ich hatte hier zwischen den Folgen schon mal so ein bisschen angefangen, unseren Miner nochmal zu kompaktieren, weil der immer noch, ja, also irgendwie so wie der vorher gebaut war, hätte halt genau einen einzigen kleinen Block Platz hier gehabt. Ich habe es geschafft, den nochmal um eins kürzer zu kriegen. Das heißt, wir haben jetzt zwei kleine Blöcke, innerhalb derer wir dann da hoffentlich ein bisschen besser in den Hangar rein navigieren können. Den wollen wir natürlich noch fertig bauen, das ist keine Frage. Aber dafür brauche ich erstmal Energie und ich bin gerade irgendwie zu faul, hoch in die Medbay zu gehen. Deswegen müssen wir jetzt hier mal kurz am Survival Kit mal die kurze Warterunde einläuten. So, dann lass mal kurz nachschauen. Hier ist soweit erstmal alles ganz fein. Was ich gerne noch zusätzlich machen würde, ist... Wir haben ja hier oben die zwei Spotlights und das hier unten ist kein Zufall. Könnt ihr euch ja vorstellen. Da habe ich was vor. Und zwar gibt es nämlich auch noch die kleinen Offset-Spotlights. Die waren, glaube ich, im Wasteland DLC-Package mit drin. Achso, ich muss jetzt mal schnell auf Small Grid wechseln.
Offset Light, Offset Spotlight. Nehmen wir mal ein paar Teile davon auf Tasche und das können wir jetzt hier und hier anbringen. Die leuchten zwar nicht so weit wie die normalen, also wie die großen, größeren Spotlights, also die da oben. Aber ja, ein bisschen mehr Licht kann hier nicht schaden. Entschuldigung. Und insofern, ja. Als nächstes brauchen wir Steel Plates. Ja. Und zwar. Hier hatten wir immer zwei und dann ein weiß. Und dann würde ich eigentlich auch sagen, machen wir das auch genauso hier. Achso, nee, da geht's nicht, weil. Verstehe. Eins, dann brauchen wir das hier ein bisschen um. Das möchte ich ein bisschen anders haben. Muss ich es dann zwar auf der Oberseite auch nochmal machen, weiß ich. Aber, ja. Wie ich so gerne sage, das Auge zockt ja mit. Also machen wir hier einfach ganz einfach 1er Abstände. Schweißen das einmal zu. Dasselbe müssen wir dann natürlich auch nochmal hier oben korrigieren. Einfach um das Schiff an die ja, designtechnisch veränderten Gegebenheiten anzupassen. Ja, dieses Let's Play kann zu großen Teilen aus, wir bauen uns irgendwelche Miner bestehen. Dann machen wir hier auch die normalen Schrägen rein. Entschuldigung. Ja, das passt mir, glaube ich, so ganz gut. Dasselbe ist dann, wird dann jetzt natürlich auch hier drüben fällig. Da werde ich wahrscheinlich nur keine anbauen können, ohne dass die weiße Schräge dran sitzt. Das war genau falsch. Ist jetzt natürlich hier was im Weg, das müssen wir dann anders machen. Finden wir bestimmt auch noch eine Lösung für. So, ich brauche nochmal das Blau von den Trägerblöcken. So, ganz außen mache ich wahrscheinlich keine mehr dran. Das werden wir anders abschließen. Den da kann man wegmachen, das müssen wir nicht unnötig in die Breite gehen. Okay, mal ganz kurz checken. So, ich wollte mit dem ja nicht so weit nach hinten fliegen, weil unser Autominer hier regelmäßig rumdüst. Das soll er auch erstmal weiterhin tun. So, das heißt, dann geht es jetzt hier weiter. Also ihr seht es hier, machen wir jetzt auch keine großen Experimente. Auch hier wiederholen wir einfach das bereits bekannte Schema wieder. Und ich denke, dann haben wir es auch schon fast. Müssen wir mal an der Oberseite gucken, wie wir das da machen. Aber ich werde hier, glaube ich, diesmal nicht ganz so viel zu panzern. Ja, ich meine hier, nachdem das jetzt hier alles schon so ab... Ja, doch eine Sache können wir natürlich tun, das machen wir auch tatsächlich.
So, dann haben wir nämlich hier nochmal so ein bisschen so eine Querverstrebung. Das ist, glaube ich, noch ganz, ganz praktisch so. Und dann hier gehen wir noch hier rüber an die Seiten. Ja, dann sieht das hier so ein bisschen gewollt aus. Und weißt du was, wenn wir schon dabei sind, machen wir das an der Stelle auch gerade nochmal. Und wiederholt sich das Design an der Stelle nochmal so ein bisschen und alles die Stelle, ja. Ja, dann sieht das so ein bisschen gewollt aus. Hier hinten, ja, können wir auch noch was tun. Machen wir einfach von den Kollegen nochmal welche auf die Gegenseite. Und dann passt mir das so. Was wir hier hinten noch machen, gucken wir gleich nochmal. Bin mir noch nicht sicher, ob ich hier mit... Ja doch, es geht eigentlich. So, und dann natürlich auch an der Stelle gibt es dann... Ja. Präzisionssetzen von Blöcken, also so ganz präzise eben daneben. Das funktioniert halt schön. Und auch hier, ihr habt es ja schon geahnt. Setzen wir hier designtechnisch einfach genau den Weg fort, den wir da schon gegangen sind. Ich muss hier nochmal ganz kurz unten nochmal nachschauen. Dann nehmen wir jetzt wieder das Orange. Und machen jetzt hier wieder genau dieselbe Kiste in Grün. Besser gesagt in Orange. So, und hier hinten weiß ich noch nicht genau. Wahrscheinlich würde ich mal annehmen. Das gucken wir uns gleich an. Wir machen jetzt erstmal hier das zu. Dann schauen wir jetzt nochmal ganz kurz, wo waren jetzt hier die Querverstrebungen? Die waren auf der Höhe, dann 1, 2, 3 und dann da hinten wieder. Okay. Das heißt, wir gehen hier einmal rum. Die Höhe ist es. Dann drei Blöcke zur Seite. Und dann hätten wir das auch schon. So, hier hinten. Wie habe ich das denn gemacht? Was sieht mir das hier? Ach ja, da geht schon wieder das Telefon. Ich freue mich. So, genau, so hatten wir das hier gemacht. Wie waren das da hinten? Da habe ich wahrscheinlich einen Block reingebaut, oder? Das ist einfach sonst so ein stinknormalen. Sieht zumindest dann auch aus, dass das hier so einer sein könnte. Ja, das nicht. Genau. Da. Und hier hatten wir dann die Schräge. Dann geht es natürlich noch hier drüben weiter. Das muss auch noch hinzugefügt werden. So, dann alles klar. Hier gibt es keine großen Experimente. Das sind einfach relativ normale Standardblöcke. Das ist aber auch in Ordnung. Es muss ja nicht immer irgendwie das total fancy Shit sein. So, und auch hier haben wir ja eigentlich im Grunde genommen schon unseren Bauplan, wie es hier auszusehen hat, geschaffen. Nee. Also, nicht ganz falsch, aber ein Block zu weit drüben. Hier muss der hin. Da kommt die Schräge. Hier die Abrundung.
da eine schräge, den dahin und natürlich noch zu guter Letzt hier die Ecke ran. Hier brauchen wir natürlich noch die Spitze, die sollte auch nicht fehlen. Mal hier drüben auch. So, und dann stellt sich jetzt nur die Frage, was machen wir hier? Und ich würde fast sagen, genau dasselbe wie unten. Also, so. Nur, dass wir jetzt hier was anderes machen können, und zwar setzen wir den da hin und an der Stelle kommt dann hier nochmal ein halber hin und der Kollege da. Gut, das Einzige, was mich jetzt hier noch ein bisschen... Ja, damit bin ich ja nicht glücklich, da müssen wir noch was tun. Damit wir hier noch ein bisschen, wie soll ich sagen, noch ein bisschen Prellschutz haben. Natürlich sind es wieder alles Halbblöcke, das heißt, ich komme hier dann wahrscheinlich gleich wieder mein altbekanntes Problem, wenn ich Ambient Lights bauen will. Ja, komm, musst du damit schon wieder nerven? Hm? Falsch. So, wo ist der halbe? Da ist der halbe. Ja, eigentlich wollte ich eigentlich noch einen Autominer für unseren Frachter basteln. Ich denke aber, nachdem es wird exakt derselbe Autominer werden wie der hier gerade rumfliegt. Das heißt, den würde ich wahrscheinlich dann auch mal wieder einfach zwischen den Folgen dann reinholen. So, nochmal ganz kurz. So, mehr brauchen wir jetzt gerade erstmal eine Sekunde nicht, weil wir setzen uns da wahrscheinlich eh gleich rein. Hm. Light Panel. Nee, ich glaube, ich möchte kein Light Panel als Ambient Light benutzen. Das finde ich so ein bisschen schwierig. Ich denke tatsächlich auch, wenn sie jetzt nicht so eine wahnsinnig tolle Ausleuchtung haben, möchte ich einfach hier links und rechts jeweils Corner Lights hinpacken. Na, was hast du für ein Problem? Keine Construction Components, war klar. So, hast du jetzt genug? Und zwar kommt jetzt einfach hier ran. Wir sagen einmal... Einser Intensität, maximaler Radius, das sind halt nur 4 Meter, das ist halt bei den Cornerlights ein bisschen, naja, die gehen halt nicht weit. Aber ich hoffe einfach mal, es wird ausreichen. Ansonsten haben wir hier nach vorne Lichttechnik ziemlich gut ausgestattet. Da machen wir jetzt auch nochmal was. Und zwar drehen wir auch hier die Intensität nochmal ein bisschen runter, weil standardmäßig mit einer 4er Intensität oder 3er, das ist irgendwie schon knallig hell. So, und ihr seht, die einen Spotlights kommen, 100, kommen nur 60 Meter weit, hier 120. So, dann haben wir eine Rückfahrkamera. Die wollen wir auf jeden Fall angucken können. Wir haben einen Connector, den wollen wir natürlich switchlocken können. Wir haben noch keine Gruppen für die Reaktoren. Jetzt haben wir eine Gruppe. Haben wir schon eine Thruster-Gruppe für den? Nö, hatten wir auch noch nicht. Okay. Ja, ich weiß, der Name Kraken
halt, wie gesagt, weil er halt eben so viel meiner, so viel Bohrköpfe hat, war das ein bisschen die Idee. Wäre natürlich noch ein bisschen witziger, wenn die sich irgendwie bewegen würden, dann würde dem Namen sicherlich noch mehr gerecht werden, aber, ups, was war das? Siehst du? Direkt beim Auspacken wieder ein Parkrempler oder wie Sven immer so gern sagt, einmal schön Captain Janeway Manöver. Okay, dann schauen wir mal, wie das jetzt hier aussieht. Wir haben ja das gute Stück jetzt doch recht weit kompartiert bekommen. Erstmal sollten wir es vor allem auch richtig einstellen. Triebwerke an, aus wäre noch ein Ding. Reaktoren an, aus fände ich noch ganz praktisch. Weißt du was, das machen wir mal dahin. Nee, Reaktoren machen wir hier drüben hin. Das ist schon richtig da. Toggle Block on off. So, dann die Batterien wären noch ein Ding. Kriegen wir der übliche Recharge on off. Und dann haben wir natürlich noch die Antenne, die ich gegebenenfalls an- und abschalten möchte und den Bohrdetektor, den ich eventuell an- und abschalten will. So, dann Industrial Cockpit Kraken. Was jetzt hier passiert, ihr könnt es euch denken. Da kommt wieder unser kleines Skript. Den verpassen wir gleich den Namen, den ich eben schon die Zwischenablage kopiert habe. Check Code, alles klar. So, und dann brauchen wir hier natürlich noch Denkstuhl hier. So, ja, natürlich im Cockpit sind wir ja schon. Dann müssen wir natürlich noch einstellen, dass hier ein Text reinkommt. Da ist er schon. Was ich bei dem jetzt ein bisschen anders machen möchte. 120, 60, 0. Und der Hintergrund ist schwarz, das passt schon mal. Wir machen das hier ein bisschen mittiger und wir machen natürlich den Text auch noch größer. Na gut, das ist ein bisschen zu groß. So. Und damit es jetzt wieder mit dem Rest passt, stelle ich die jetzt eben auch auf die 120, 60, 0 und mach den Hintergrund hier ebenfalls auf schwarz. Und dasselbe noch zu guter Letzt mit dem ganz oben links. Auch der wieder 20, 60, 0 und hier bitte nix. So, passt mir. So, und jetzt schauen wir mal, ob wir hier ganz eloquent reinfliegen können. Und dann hier drin drehen können, ohne gleich überall gegen zu knallen. Ja. Also ein bisschen sind wir eben angedotzt, gebe ich offen zu. Aber im Großen und Ganzen ist das so ganz in Ordnung. Er ist ein wenig kompakter und sollte. Warum schubbert denn der da so? Hat man vielleicht mit die. Ach, das war's, was ich vergessen habe, die Kamera. Nehmen wir einfach mal die Kamera. Okay, da sehen wir auch, warum das schuppert. Wir sind noch ein bisschen tief. Ja. Ist der irgendwie breiter als der andere oder bin ich gerade einfach zu blöd zum Fliegen? Beides valide Möglichkeiten. Ja, passt. Solange wir jetzt hier nicht irgendwie Vollstoff durchkacheln, wird das schon irgendwie gehen. Ja, es ist tatsächlich ein bisschen. Ah, natürlich, klar, weil der jetzt. Weil der hier jetzt nach oben minimal mehr Platz braucht, ist das jetzt für den natürlich alles ein bisschen enger. Im Zweifelsfall könnten wir vielleicht überlegen, ob wir hier oben oder irgendwie irgendwo noch einen Konnektor anbringen. Hier wird es eher schwierig, weil da ist die Leiter im Weg. Also theoretisch könnte ich hier oben auch noch einen über den Winkel setzen und dann hier ein Auto meiner direkt unter die Decke klemmen. Müssen wir mal schauen. Aber für den Moment auf jeden Fall haben wir hier zumindest unseren kleinen Miner, der jetzt hier künftig auch mit dem Schiff immer unterwegs sein wird. Ich versuche das mal rausfliegen nochmal ganz kurz. Ich glaube, die Leitern müssen da auch einfach weg. Ja, rausfliegen ist kein großes Thema. Das funktioniert ganz prima. Und ja, ihr wisst's doch.
Ich kann nicht anders, als da nochmal einen kleinen Screenshot von zu machen. Ja, ansonsten, lass mich mal überlegen. Also, was ich mal ausprobieren will, was ist denn, wenn ich jetzt wirklich seitlich reinfliegen möchte? Weil das war ja ein Hauptgrund, warum wir hier überhaupt das ganze Ding, diese ganze Reise mit wir bauen nochmal einen Miner auf uns genommen haben. Wenn wir hier jetzt ranfliegen wollen, muss man natürlich ein bisschen vorsichtig machen. Hier ist Platz. Da. Ja, okay, also der kann jetzt hier relativ elegant reinfliegen, ohne dass wir da jetzt irgendwie in die Situation kommen, dass wir hier überall gegendonnern oder irgendwie dreimal ab ankanten und so irgendwie drehen müssen, wie mit dem anderen Miner, das hat der vielleicht noch in Erinnerung grob. Und wenn wir jetzt hier beim Fliegen ein bisschen vorsichtig sind, sollten wir da jetzt eigentlich auch kerzengerade reinkommen, andocken können. Ja, das funktioniert, sehr schön. Kleiner Hinweis, wenn ihr hier auf diese Lampe zielt, wenn der Connector über euch ist, also ausgehend von eurer Kamera, dann setzt ihr eigentlich ziemlich gut an. Zack. Triebwerke aus, Batterien können auf Auto bleiben, Trägheitsdämpfer aus. Und damit haben wir jetzt hier unseren kleinen Miner an Bord, der jetzt künftig mit diesem Schiff mehr oder weniger verheiratet sein wird. Also der bleibt hier einfach drin. So, noch schnell bevor die Türen zugehen hier raus. Wir können noch ein paar Kleinigkeiten machen, fällt mir gerade ein. Weil es stand in den Kommentaren und da möchte ich drauf eingehen. Also doch nochmal Tür auf. Als erstes brauchen wir dafür Teile für einen kleinen Timerblock. Haben wir den noch auf hier eingestellt oder habe ich die wieder alle gelöscht, weil ich den Platz für irgendwas anderes gebraucht habe? Wahrscheinlich habe ich die wieder mit irgendwas überschrieben. So, wir haben ja prinzipiell auch noch ein bisschen... Hier kommen die Lockerscanner da mal weg. Wir haben ja in unserem Schiff auch noch ein bisschen Platz dafür. Na, was los? Ich habe doch keine Komponenten auf Tasche, oder doch? Construction, Interior Computer, Construction. Okay, wird reichen. Gut, und zwar, was wir jetzt noch tun können und werden, ist, wir suchen uns irgendwann eine schöne Stelle, wo wir das hinpacken können. Ja, guck mal, da oben wäre da auch noch Luft, oder? Oh, hier ist perfekt, nehmen wir die. So, das wäre der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann, wo bauen wir es denn hin? So viel Möglichkeit gibt es hier gar nicht, verdammt. Wir sind hier zwei Blöcke breit, das heißt, ja, entweder, also es wird nicht hundertprozentig mittig laufen. Sei dann natürlich, ich baue es außen. Das geht. Okay, also folgendes. Wir nehmen natürlich jetzt hier in dem Grau. Wo? Wie viele Teile müssen wir dafür auch noch holen? Dann stecken wir die gleich mal ein. Gleich mal eine Menge davon. Also da zwei. Ich habe ja den Kommentar, das wird irgendwann eine fliegende Disco. Ja, wir arbeiten dran, würde ich sagen. So, theoretisch hätte ich eigentlich gerne noch irgendwo drin noch eins oder zwei. Dann machen wir die doch, ja, mangels besseren Optionen. So, jetzt brauche ich mal ganz kurz ein Terminal. Wo ist denn das nächste? Kriegen wir das hier? Ja. Nee, kriegen wir nicht. Das ist kein Terminal. Da kriegen wir eins. Und zwar schnappen wir uns jetzt erstmal alle. So, der Radius geht jetzt irgendwie runter auf 10 Meter. Viel mehr, denke ich, brauchen wir hier nicht. So, dann schauen wir mal kurz nach. Hier dreht. Da dreht. Gut, dann können wir jetzt nämlich Folgendes machen. Wir sagen... Erstmal müssen wir mal kurz abschätzen, wie lange dauert das denn, bis die Tür auf und zu geht. 1, 2, 3, 4. Na gut, komm, wir geben ihm 5 Sekunden. Das klingt mir ganz brauchbar.
So, Timer-Block. So, Delay ist, hatten wir gesagt, 5 Sekunden. Dann sagen wir... verdammt, wir brauchen eigentlich 2 davon, ne? Ja, wir brauchen tatsächlich 2 Timer-Blöcke. Weil wir brauchen einen zum Anschalten und einen zum Ausschalten. Na gut, dann... Weißt du was? Baue ich den zweiten einfach hier hin. Ja komm, machen wir jetzt auch das Orange, einfach damit wir das auch selber sehen im Zweifelsfall. So, dann ist das Warning Lights off. Und dann kriegt er jetzt folgende Einstellung. Habe ich hier schon eine Gruppe gemacht? Nein, habe ich glaube ich nicht. So, also sagen wir Hangar Warning Lights. Dann können wir uns jetzt wieder unseren Timer-Block raussuchen. So, Warning Lights, Start. Was der jetzt tut, ist erstmal, er hat keinen Delay, weil der interessiert uns gerade an der Stelle herzlich wenig. Wir sagen nun... Verdammt. Das ist jetzt natürlich blöd. Und zwar haben wir folgendes Problem. Wir haben eine Steuerung für links oder für Tor links oder rechts. Um das jetzt zusammenzuschalten, also sprich, dass das Tor aufgeht... Dann gehen einfach beide auf. Dann gehen jetzt einfach beide auf, sonst hätte ich jetzt nämlich, sonst müsste ich jetzt nämlich noch mindestens 2 weitere Timer-Blöcke bauen und das ist mir gerade irgendwie auf Dauer ein bisschen zu viel. Es gehen einfach beide Tore auf, fertig, Problem gelöst. Das heißt, dann waren wir jetzt gerade im Start, wir sind im Start. Das heißt, wir sagen, das Gate geht auf. Wir sagen, das Gate geht auf und wir sagen, dass unsere Warning Lights angehen. Dann gehen wir auf All Blocks und dann suchen wir den Warning Lights off und den starten wir. Jetzt gehen wir in den Warning Lights Timer Block rein, also der, in den End sozusagen, in den Off so. So, der hat ein Delay von 5 Sekunden. Was der jetzt wiederum tut ist, er schaltet die Warning Lights aus. Und ich habe noch einen Fehler gemacht. Aber dazu gleich mehr. Und er schaltet den Warning Lights off Block auf Stopp. Und zwar, damit er aufhört, damit er dann eben nicht aufhört, weiter rumzudrehen. So, eine Sache müssen wir jetzt aber noch tun. Und zwar... müssen wir dann natürlich Open-Close toggeln. So, und zu guter Letzt müssen wir jetzt den Button hier verändern. Und zwar nimmt er jetzt den Timer-Block Warning Light Start mit Trigger Now. Und dasselbe machen wir hier auf der anderen Seite. Auch hier wieder Trigger Now. So, und nun stellen wir fest, dass die noch im Rotieren sind. Muss mal kurz auf die Außenseite gucken. Na komm, mach zu. Leiter. Schön, wenn ich mich in meinem eigenen Schiff so gut zurechtfinde, ne? Das geht ordentlich. La 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 la. So. So, das heißt, die sind im Moment noch alle an. Das heißt, die schalten wir jetzt ab. Und um das jetzt ganz kurz zu testen, können wir das auch von hier machen. Indem wir einfach sagen, Trigger Now.
Ja, das hat natürlich super funktioniert. Also nochmal. Ja, und damit funktioniert das ganz prima. Wir haben jetzt halt eben unsere Warnbeleuchtung, solange die Türen auf und zu gehen. Und wenn die damit geschlossen haben, dann ist wieder Feierabend, dann sind die weg. Das ist doch schon mal ganz, ganz hübsch. So, jetzt können wir noch mal kurz ein bisschen Schnabula Rasa hier machen. Aber schau mal an, wir hatten tatsächlich mal Energie und Zeug. Ich breche ab. Ja, so, und damit haben wir einen kleinen Miner, den wir jetzt künftig hier rumschippern mit dem ganzen, mit dem ganzen Karren. Wir haben noch unsere schönen Warnlichter. Ich muss mal schauen, was jetzt wahrscheinlich gefehlt hat, waren die Konnektoren. Also in der Hotbar habe ich gerade gesehen, war was kaputt. Hier, ich bin hier immer noch nicht ganz glücklich mit wie das hier momentan abgeschlossen ist. Vielleicht muss ich dann nochmal mir beim nächsten Mal oder zwischen den Folgen nochmal was ausdenken. Einfach damit das hier ein bisschen, ja, formschöner ist. Ich finde es hier im Moment so ein bisschen. Das wirkt noch nicht so richtig, als ob es in den Rest so ganz reinpasst. Da muss man nochmal gucken. Aber gut, ansonsten ja, sind wir doch wieder ein kleines Stück vorangekommen. Unser Miner ist fertig. Apropos fertig, wie lange braucht der denn hier noch? %81,4%, das ist gar nicht mehr so lange. Das ist schön. Den würde ich nämlich auch mal schauen, dass wir dann hier unten auch unser Sensorspiel nochmal wiederholen. Dass der künftig hier reinkommt. Ja, und ansonsten buddelt er sich ja hier gerade ganz fleißig durch, offensichtlich. Ja, das heißt, wir können dann auch irgendwann mal wieder hier unsere Säule fertig bauen, wenn der aufgehört hat, damit hier rumzubohren. Und im nächsten Schritt können wir uns immer langsam darum kümmern, dass wir hier auch wirklich eine ordentliche Landeplattform drin haben. Das würde mich auch sehr freuen. Ja, insofern das und noch viel mehr in den kommenden Folgen. Euch wieder wie immer vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal hier im Nerdzeitalter. Ciao!